Hallihallo. Heute möchte ich zwei Rezepte zeigen, um die ich ja, mehr oder weniger gebeten worden bin. Dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach. Einmal ist es eine ganz, ganz simple Sache, und zwar ist das der Vanillezucker. Der ist auch das Rezept ist im Grundbuch des Thermomix TM5 enthalten. Und zwar nehme ich dafür einfach ein Schraubglas. Ich habe das vor 2 Tagen schon angefangen, habe da eine Vanilleschote in kleinen Stückchen. Ich zeige es mal. In so kleine Stückchen habe ich die Vanilleschote geschnitten, habe dann 200 Gramm Zucker draufgegeben, das Ganze ein bisschen durchgeschüttelt und einfach durchziehen lassen. Wie gesagt, 2 Tage ist das jetzt her, deswegen starten wir an dieser Stelle. Dann lege ich den Vanillezucker, beziehungsweise den Zucker mit der Vanilleschote komplett in den Thermomix und pulverisiere das Ganze. Ich gehe jetzt hier die einfachen Schritte schon durch, weil das habe ich vor 2 Tagen schon gemacht mit dem Einfüllen der Vanilleschote und dem Zucker. Und gebe jetzt auf 20 Sekunden. Das Ganze ist mir schon voreingestellt durch meinen Guided Cooking. 20 Sekunden auf der Maximalstufe 10. So, und habe dann meinen eigenen Vanillezucker, heißt also, ich brauche die Tütchen Vanillinzucker zum Backen zum Beispiel nicht mehr. So, ich zeige es gerne auch mal und habe jetzt hier schön meinen feinen pulverisierten Vanillezucker. Im Rezeptbuch steht, dass ein Teelöffel von dem selbstgemachten Vanillezucker ungefähr 3 Teelöffel des raffinierten Päckchen Vanillinzuckers entsprechen. Somit brauche ich da auch wesentlich weniger. Und ich weiß natürlich wie immer, was drin ist. Das ist halt wunderbar. Ich fülle das jetzt einfach wieder zurück in mein Schraubglas. Kleiner Tipp, wer nicht so lange warten möchte, also die 2 bis 3 Tage durchziehen, sondern das halt eben schnell braucht, kann das auch direkt machen, sollte dann halt eben das Ganze 1 Minute lang pulverisieren. Kann halt eben sein, dass das etwas klumpt, dieser Vanillezucker mit der Zeit, weil halt eben natürlich die Feuchtigkeit nicht so rausgezogen wurde, wie durch das Durchziehen, die 2 bis 3 Tage. So, viel Spaß damit. Herzliche Grüße, Ihre Sandra Backwinkel.